Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ich zu Hause Toastbrot mache. Ist ganz einfach zu machen. Dauert nur ein bisschen, da ich den Teig zweimal gehen lassen muss. Beim Backen sollte man achtgeben, dass man die Oberfläche nicht zu schnell verbrennt. Deshalb kann man beim Backen etwas Alufolie drüber geben oder das Ganze nicht in der mittleren Schiene, sondern in der unteren Hälfte backen. Und ja, dann zeige ich euch, wie man das Ganze macht. Let's go! Für mein Toastbrot nehme ich mir eine Schüssel. In die Schüssel brösel ich 15 Gramm Hefe hinein. Darauf gebe ich dann 30 Gramm Zucker und 300 Gramm Wasser. Löse das jetzt mit Schneebesen auf. Hinein kommen dann 30 Gramm Öl, 500 Gramm Mehl und 10 Gramm Salz. Nehmen wir einen Löffel, sammeln das Ganze zu einem Teig. Nachdem ich das gesammelt habe, mache ich meinen Löffel sauber. Gehe kurz noch mal mit der Hand durch, mache die Schüssel nebenbei etwas sauber. Nehme den Teig auf die Arbeitsfläche, Schüssel komplett sauber machen, Teig nehmen, da er am Anfang recht klebrig ist, den Teig packen mit den Fingern, auf die Arbeitsfläche klatschen und drüber falten. So, das machen wir jetzt 2-3 Minuten, dann sammelt sich der Teig und ungefähr 7-8 Minuten kneten wir den Teig insgesamt durch. So, nach guten 8 Minuten kneten nehme ich meinen Teig, rolle ihn zu einer Kugel, lege ihn kurz auf die Seite, nehme meine Schüssel, gebe etwas Öl hinein, so, reibe die Schüssel damit ein, gebe meinen Teig hinein, decke das ab und lasse das an einem warmen Ort ungefähr 45 bis 60 Minuten gehen. So nach ungefähr 45 Minuten nehme ich meine Schüssel mit dem Teig, decke das Ganze auf, nehme den Teig auf die Arbeitsfläche . Knete den nochmal ganz kurz durch und versuche den zu einer straffen Kugel zu formen. Also beide Hände nehmen, unten rein, den Teig zu sich ziehen, nehmen, packen, 90 Grad drehen. So, jetzt nehme ich meine Folie, decke das drüber, lasse es kurz so 3 Minuten stehen. Währenddessen nehme ich eine Form, in der ich das Brot backen werde, gebe hinein etwas Öl, die Form nun gründlich bepinseln, den Boden und den Rand. So, decke ich wieder meinen Teig auf, ganz leicht Mehl auf die Arbeitsfläche und oben auf den Teig. So, den Teig nun nehmen, wenden, ausflachen etwas, am besten schön rechteckförmig. So, ein bisschen Mehl unten drunter. Danach von oben nach unten falten, festdrücken, von unten nach oben festdrücken, von der Seite in die Mitte festdrücken. Und jetzt von oben ein bisschen nach unten falten und festdrücken. Dann wieder etwas runter, festdrücken. Und zum Schluss schön verschließen. So, danach nehme ich meine Form und jetzt ungefähr so lang wie die Form ziehen. Dann anheben, in die Form hineinlegen. So, und jetzt etwas hineindrücken, den Teig ausbreiten. So, und das lasse ich jetzt nochmal aufgehen. Die Form schiebe ich jetzt in den Backofen, gebe dann noch eine heiße Tasse Wasser dazu und lasse das jetzt ungefähr nochmal so 30, 40, 50 Minuten aufgehen. So. Nach 40 Minuten ist mein Teig jetzt backbereit. Das Ganze schön aufgegangen, so hoch wie die Form. Jetzt bestreiche ich das noch mit etwas Wasser
oder Milch, damit sie noch schön eine goldene Oberfläche bekommt. Das gebe ich jetzt in den Backofen. Der Backofen ist vorgeheizt von 190 Grad Ober- und Unterhitze. Das kommt jetzt in die mittlere Schiene für ungefähr 30 Minuten. Ui, und wenn es so ausschaut, nehme ich es aus dem Backofen. So, solange es noch etwas warm ist, streiche ich noch etwas Butter drüber. Schön über die Oberfläche, damit sie mir dann schön glänzt. Das lasse ich jetzt etwas abkühlen und danach kann ich das auch zur Form stützen. So, nach ungefähr 15 Minuten nehme ich ein Buttermesser, schneide ich hier etwas den Rand frei. Nehme ein Tuch, die Form mit dem Brot. Und das lasse ich jetzt komplett abkühlen. So, dann habe ich hier mein abgekühltes Toastbrot. Schneiden wir das mal an. Und das schneiden wir jetzt einmal an. So, jetzt haben wir hier unsere Toastbrotscheiben. Jetzt machen wir ein Grilled Cheese Sandwich. So, dafür nehme ich etwas Käse. Dieses Käse schneide ich in Scheiben. Jetzt nehme ich mir Toastscheiben. Jetzt lege ich eine Hälfte, reichlich Käse. Dann nehme ich die andere Hälfte. Bestreiche ich jetzt vorsichtig mit gründlich Butter. Die Butterseite schaut jetzt nach oben. So, dieses Toast kommt jetzt in die heiße Pfanne mit der Butterschicht nach unten zeigend. Wenn meine Pfanne erhitzt ist, gebe ich nun meinen Toast hier hinein. So, und jetzt pro Seite ungefähr 4-5 Minuten toasten. Wenn man möchte, kann man hier noch ein bisschen Butter drauf schmieren, hier oben drauf. So, wir können einmal mal kurz nachschauen, wie das Ganze so aussieht. Üff. Dann wende ich das einmal. Oh. So, dann nehme ich mein goldbraunes Töstchen aus der Pfanne. So, mein Ladies and Gentlemen, das Toastbrot ist geworden. Ja, super soft, weich. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, mein Ladies and Gentlemen.